Hallo und herzlich willkommen auf Virtuell.de. Wir schauen uns nun an, wie man Nullstellen von linearen Funktionen bestimmt. Lineare Funktionen, das sind Geraden. Geraden haben Gleichungen der Form, wie jetzt hier zum Beispiel y1 gleich 2x minus 4 oder y2 gleich minus 4x minus 2. Immer besteht die Geradengleichung aus einem Vorfaktor von x, das ist die Steigung der Gerade oder auch m genannt, und aus dem hinteren Bestandteil, in dem Fall hier die minus 4, das sogenannte y-Achsenabschnitt. Das heißt, wenn ich zeichnerisch die Nullstellen von einer linearen Funktion, also einer Geraden, bestimmen möchte, kann ich einfach mit Hilfe dieser Eigenschaften schon einmal die Gerade zeichnen und dann ablesen, wo die Nullstelle liegt. Bei minus 4 ist der sogenannte y-Achsenabschnitt. Der y-Achsenabschnitt zeigt an, wo geht die Gerade durch die y-Achse. Das heißt, wenn ich hier minus 4 stehen habe, gehe ich an der y-Achse entlang, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Das heißt, hier können wir als Ausgangspunkt einen Punkt der Geraden setzen. Jetzt weiß ich allerdings auch die Steigung. 2. Die Steigung, das heißt, wenn ich 1 nach oben gehe, wenn ich 1 nach rechts gehe, muss ich 2 nach oben. Das heißt, immer Aufstieg durch Fortschritt. 2 geteilt durch 1. 2 nach oben, 1 nach rechts. Das heißt, ich gehe hier 2 nach oben und gehe hier 1 nach rechts. Etwa hier. Jetzt kann ich, wenn ich diese zwei Punkte habe, unsere Gerade zeichnen. Das ist etwas ungenau. Hier war der zweite Punkt. Und jetzt kann ich ablesen, wo die Nullstelle unserer Geraden liegt. Tatsächlich sehe ich hier, bei x gleich 2 liegt unsere Nullstelle. Wenn ich jetzt allerdings keine Zeichnung machen möchte, sondern das Ganze rechnerisch bestimmen möchte, kann ich auch einfach diese Gleichung nehmen, y1 gleich 2x minus 4 und diese gleich 0 setzen. Dadurch, dass ich y gleich 0 gesetzt habe, weiß ich ganz genau, y gleich 0, das ist tatsächlich gerade die x-Achse. Das heißt, die Nullstelle der Funktion ist gerade dort, wo die x-Achse geschnitten wird. Und das kann ich dadurch bestimmen, wenn ich y gleich 0 setze. Das heißt, hier steht dann da, 0 gleich 2x minus 4 oder 2x minus 4 gleich 0. Das kann ich jetzt weiterhin auflösen. Ich bringe die 4 auf die andere Seite. Da steht dann da 2x gleich plus 4. Und jetzt kann ich noch, um das x allein zu stellen, durch 2 teilen. Und sehe dann 4 geteilt durch 2, das ist 2. Das heißt, auch hier habe ich rechnerisch bestimmt, unsere Nullstelle ist 2. Der Punkt, der unsere Nullstelle bestimmt, ist dann also der x-Wert 2 und der y-Wert logischerweise ist 0. Das ist also die Nullstelle unserer Geraden. Geraden können immer nur eine Nullstelle haben, es sei denn, sie sind waagrecht und würden direkt hier auf der x-Achse liegen, dann hätte es natürlich unendlich viele Nullstellen. Schauen wir uns die zweite Gerade an. Auch hier können wir zuerst zeichnen. Wir haben minus 4x minus 2. Minus 4x, minus 2, wenn ich dann zu minus 2 gehe, das wäre hier, und minus 4x, jetzt müsste ich theoretisch 4 nach unten gehen und 1 nach rechts. 1, 2, ich könnte natürlich auch einfach nur 2 nach unten gehen und ein halbes nach rechts, entspricht dem gleichen. Schauen wir uns das an, zeichnen es. Genau ist es nicht. Wenn ich mir das anschaue, dann hätte ich hier etwa unsere Nullstelle. Na, ich habe ja ein bisschen zu weit nach links gezeichnet.
man müsste es ein bisschen nach rechts schieben, dann würde man auch erkennen können, dass es hier zwischen 0 und 1, zwischen 0 und minus 1 liegt, tatsächlich den Wert etwa minus 1,5 hat. Aber das können wir auch rechnerisch nachweisen, indem ich das Ganze wiederum gleich 0 setze. Minus 4x minus 2 gleich 0. Ich bringe wieder die 2 auf die andere Seite und Y-Achsenabschnitt auf die andere Seite. Da steht dann da, minus 4x gleich plus 2. Teile noch durch minus 4, damit ich das x allein stehen habe. 2 geteilt durch minus 4 kann man kürzen, ist minus 1,5. Das heißt, ich weiß, unsere Nullstelle ist minus 1,5. Der Punkt, der dann dazu gehören würde, wäre dann minus 1,5. Naja, und der y-Wert ist wie bei jeder Nullstelle 0. So, dieses Video ist Teil unserer Serie Nullstelle. Es gibt noch weitere Funktionen, die ihr dann bei uns auf unserer Homepage sehen könnt, wo wir auch die Nullstellen bestimmen. Wenn ihr das auch noch sehen wollt, schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei. Vielen Dank.